Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, was Sie ja noch gar nicht wussten, ist, wir sind ja vom Innenministerium geschickt worden. Ja. Um hier heute Abend mal Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und Hans Werner ist da natürlich mein Assistent. Nicht? Hans Werner, erklär doch mal bitte den Menschen hier in Mühlhausen, was ist Bürokratie? Ja, wir wollen das anhand eines praktischen Beispiels zeigen. Alfred, ich würde vorschlagen, du bist jetzt einfach mal der Antragsteller und beantragst bei mir ein Diensthandy. Ich habe doch schon ein Diensthandy. Ja, dann beantragst du noch eins. Ja, habe ich doch auch schon. Mann, dann beantragst du noch ein kleines drittes. Ich ein kleines? Ich bin erfolgreicher Bürokrat, Hans-Meiner, dann werde ich doch wohl nicht nur ein kleines Handy bekommen dürfen, oder? Okay, wir halten also hier fest, Alfred beantragt ein großes Handy. Ja, für ein großes habe ich in meinem Sakko keinen Platz. Dann ist das Beispiel mit dem Handy ja total blöd. Ja, ich wollte ja auch kein Handy beantragen. Du wolltest ja, dass ich ein Handy beantrage. Dann beantrag doch was anderes. Ja, du gönnst mir wohl kein Handy, wa? Alfred, natürlich gönne ich dir ein Handy. Was möchtest du jetzt beantragen? Ich will so ein neues iPhone. Ja, Moment mal, aber das soll ja keinen Empfang haben. Eben, dann erreicht mich kein Antragsteller. Gut, Alfred beantragt also eines dieser neumodischen... Alfred? Alles gut bei dir? Alfred? Telefon! Alfreds zweites Diensthandy hat Vibrationsalarm. Ja, dann geh ran. Nee, lass ihn noch ein bisschen klingeln. Oh, aufgelegt. Oh, könntest du mich noch mal anrufen? Nee. Mann, du spinnst wohl. Später vielleicht. Wir waren bei deinem Antrag stehen geblieben. Ja. Hast du dafür denn wenigstens ein Auftragsformular? Nee, ich habe ein Antragsformular. Wo hast du das denn her? Ja, das hatte ich. Wie, das hattest du, Alfred? Für ein Antragsformular brauchst du doch ein Auftragsformular. Oh Mann, ist das kompliziert. Nee, das ist Bürokratie. Stimmt, Bürokratie ist super. Ja. Wie komme ich denn an dieses Auftragsformular? Das ist eigentlich ganz einfach. Du beantragst dieses Auftragsformular beim Beauftragten in der zentralen Auftragsformularbeantragungsstelle im Auftragsbeantragungsamt der Stadt Nellerstedt-Fell. Du füllst den Auftrag aus und beantragst damit die Beauftragten des Antragsauftrags in der zentralen Antragsauftragsbearbeitungsstelle, stellst damit Antrag auf Auftrag in der Reichszone Bearbeitung im Sinne der Antragsauftragsbearbeitung der Stadt, die wiederum eine Beauftragung zur Umsetzung des Antrags mit gleicher Ausführung der Bearbeitung für Auftrag zu machen, mit gesetzlicher Antragsauftragsfrist erreicht, reicht dann im Antrag den Auftrag, neu beauftragten Antragsauftragsspezialist der Stadt mit einem Auftragsmerk, der inneren Auftragsmerkgenehmigungsverfahren und beantragt gleich das Antragsauftragsmerkgenehmigungsverfahren beim Sachbearbeiter für Antragsauftragsmerkgenehmigungs- und Zulassungsverfahren und erreichst so ganz direkt und unkompliziert dein Antragsformular für das neue Diensthandy. Dann möchte ich doch kein neues Handy. Siehst du, Alfred? Und damit war die Bürokratie mal wieder erfolgreich.